Hallo Leute, willkommen zurück zur neuen Folge von God of War Ragnarok. Und was soll ich sagen? Was war das für eine Folge? Das Tier da hinten haben wir erledigt. Rhea hat uns verziehen, mehr oder weniger würde ich mal sagen. Das Amulett ist ein einzigartiger Gegenstand mit erweiterbaren Plätzen für Zauber. Sehr gut. Aber ein Zauberhammer. Midgards Beständigkeit. Wir sehen sie auch die Waffe. Klinge des. So. Ja, wie gesagt, wer hat uns mehr oder weniger verziehen? Selbst bin. Und sollte ich mich meinem Bruder stellen? Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Erst bei den Zwergen dann machen. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Wunderschön. Danke. Für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. So, jetzt kriege ich das auch weg. Würde man sagen, zum Glück. Segelpfeile Steuerung. Schießen Sie Viereck, Spiegelpfeile aus brennenden oder eingefrorenen Gegner um eine. Okay. Da war eine Ranke. Ja. Mit besten Grüßen an Odin. Danke. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Wut. So, jetzt sind wir weiter. Ja, da. Und das ist jetzt. Mal vorlassen.
ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben lang. Entschuldigung. Ah, so hier. So, irgendwo war da oben ja auch was, oder? Da oben ist auch eine Kiste. Kommen wir da hoch? Und wenn ja, wie kommen wir da hoch? Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Frost. Sind, brauchen wir eine andere Strategie. Versuchen wir es mit einem Siegel. Was? Einem Siegel. Sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sei so spannend hier. Lang. Da bist du lang. Manifestationen von Runen. Sie sind immun gegen körperliche Angriffe. Meine Pfeile können ihren Schutzzauber durchbrechen. Danke. Diesen Ort jemals wieder als zu Hause betrachten, nach allem, was passiert ist. So schön hier. Also, ein bisschen zusammenräumt. Wow. Moment. Skull und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Jo, wir kommen nicht mehr durch. Zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste.
Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss. Wirklich schön aus. Vielleicht gilt das auch. Wunderschön. Na? Wer bist du? Da ist irgendwas Böses. Erst. Hör auf damit. Du kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Ah, hier hinten. Ja. Danke. Freya. Ich mag sie total. Danke. Haha, ja, hier, da hast du was in die Fresse. Oh, ich bin fast tot. Sau du. Junge. Bis der Ob geht. Heck yeah.
da hin. Mit einer Kiste. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Gut, dann gehen wir wieder. Also wir kommen da sicher mal wieder zurück. Aber komm wieder nicht gerade her. Bin zurückgelaufen, oder? Ja. Da renne ich wieder zurück. Okay. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Bin unwürdig. Elemente verbinden. Setzen Sie mehrere Siegel, um ein Element zu verbinden und schwer glückliche Stellen zu erreichen. Sie werden größer und leuchten heller, wenn sie miteinander verbunden sind. Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Und Siege. Okay. Gewingert ein bisschen. Platzieren die Siegel auf Flussobjekten. Kann nur das sein. Oh je. Okay. Vergebung kann mächtig sein. Geht doch. Selbst für die Unwürdigen. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Die heißt nur Faye, Faye, Frau. Vorsicht!
Mittag. Ah, nieder mit euch. Danke. Oh, da ist noch jemand. Sie sind ätherisch. Vielleicht meine Pfeile. Ja, wir wissen es ja schon. Links von dir. Jetzt, warum schießt du da rum, wenn er da links ist? Alles, was mein Ehepartner mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es sich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde. Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Natürlich. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben, wenn er muss. Ja, überleben. Da wollen wir schon wieder hauen. Was ist jetzt eigentlich dieses? Hallo? Bewegst du nicht gerne, oder? Tja. Danke, dass man das immer gleich sagt. Was hast du jetzt vor, wenn du keinen Krieg planst? Ich weiß es nicht. Aber bei Atreus gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Bereit? So bereit es noch geht. Gut. Grüß dich. Wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Vanaheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat.
Und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen. Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, na gut. Das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Ich hab ein paar Dinge mit euch zu klären. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei? Hast du dahin gezaubert? Habt ihr das gesehen? Wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Kier besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut. Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Ja, reparieren. Entschuldigung. Sascha, willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Meinst du, der große Kerl, den du dabei hast, könnte mir mal helfen? Vielleicht. Ab und zu hat er Lust, sich nützlich zu machen. Geht da was? Dass das irgendwie hilft? Ne. Ne. Springer dazu, meinem Bruder zu folgen. Ich war gebrochen, als er mich fand. Die Wahrheit, die ich mein Leben verschrieben hatte, war eine Lüge. Freier fühlte das, was noch von mir übrig war, wieder zu verbesserungsfähig. Die echte Wahrheit zu folgen. So ist es. Das hat krass. Er rettete mich. Gab mir eine Familie. Eine Bestimmung. So. Unsere Axt können wir auch verbessern. Und die Chaosklingen. Jo, Stärke, das lasse ich. So, dann gehen wir. Was gibt's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter
gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge? Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel. Ich wäre Kuchen. Sehr dankbar, wenn ich hatte... Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Oh, und denkt mal, nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für einer Art Kugel wir überhaupt suchen? Ich weiß es nicht. Was darf sein? Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind, Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brox immer du sagst. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Oh, Freya schließt sich gerade so. Sehr geil. So, was nehmen wir? Bogenschießen kann ich mal nehmen. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Rina. Los, meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zau... Sina. Die Alten in Freyrs Lager erwähnten ein Tor wie dieses in Alfheim. Sie erzählten von einem Lichtalpenheiligtum jenseits des Ödlands. Eine Reise nach Alfheim? Ja. Das können wir am Tor entscheiden. Das machen wir das nächste Mal. Wir machen es nächstes Mal. Nächstes Mal. Folge endet jetzt. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, bis demnächst. Bye bye. Thank you.